Sich auf so einer Kaffeeverpackung zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Wir haben eine Unmenge von Daten. Aber nach diesem Video sollt ihr all diese Daten verstehen und genau wissen, wie sich diese auf euren Geschmack auswirken, um in Zukunft beim Röster oder im Laden gezielter nach dem richtigen Kaffee für euch greifen zu können. Da wir heute viele einzelne Bereiche zum Thema Kaffee durchgehen, habe ich euch unten Timestamps gesetzt, damit ihr zu den einzelnen Themen springen könnt, die euch am meisten interessieren. Auch wenn ihr gerade den Kaffee dann in der Hand habt, könnt ihr genau zu diesem Thema die Infos raussuchen. Also lasst uns nicht länger warten und endlich die Kaffeeverpackung verstehen. Wenn wir uns einen Kaffee aussuchen, fällt unsere erste Wahl auf die Rösterei. Ich würde Röstereien in zwei Arten verteilen. Nämlich einmal in die traditionellen Röstereien und einmal in die Third Wave Specialty Coffee Röstereien. Traditionelle Röstereien geben gerne nur das Land oder ein paar Geschmacksnoten an, während Specialty Coffee Third Wave Cafés detaillierte Angaben sogar bis runter zum Bauern geben. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass wenn wir zu Cafés aus traditionellen Röstereien tendieren, wir tendenziell weniger Unterschiede schmecken werden. Denn diese Röstereien rösten oft den Kaffee so lange, dass die Röstaromen anfangen zu dominieren. Gleichzeitig gehen dann im Röstprozess die floralen und fruchtigen Noten verloren und werden durch Bitterkeit ersetzt. Dadurch wird es uns schwerer fallen, Unterschiede zu schmecken. Denn wenn wir die Frucht wegrösten, was bleibt eigentlich noch von dem Kaffee, der ursprünglich mal eine Frucht war? Was ich damit meine ist, dass wenn ihr lieber traditionelle Kaffees trinkt, sich ein bisschen meine Aussagen verwaschen werden. Denn ihr werdet es einfach schwerer rausschmecken. Wenn ihr jedoch auf die Third Wave Cafés mit Betonung auf Fruchtigkeit und Spritzigkeit und Süße und Light Roast legt, dann treffen diese Aussagen zu 100% zu. Third Wave Röstereien haben viele Infos drauf, sind farbenfroher und ein Blick auf die Website genügt zu erkennen, dass das, ein bisschen abwertend gesagt, so ein paar Hipster sind, die Kaffee rösten. Traditionelle Röstereien geben sich oft auch traditionell. Und so erkennt man ganz schnell, wo man einkauft. Meiner Meinung nach erlauben uns vor allem die leichten Röstungen von Third Wave Röstereien, den Geschmack des Kaffees oder des Ursprungslandes besser rauszuschmecken. Gleichzeitig geben sie uns oft all die Daten mit, die wir brauchen, um es im Vorhinein schon zu verstehen und dann die richtige Auswahl treffen zu können. Eine von diesen Röstereien ist Mahörndl hier. Ein Zuschauer hat uns diese vorgeschlagen und deswegen haben wir jetzt mal ein paar Kaffees von denen da. Habt ihr euch nun für eine traditionelle oder eine Third Wave Rösterei entschieden, können wir uns die eigentliche Qualität der grünen Kaffeebohne anschauen und gleichzeitig, wie diese gehandelt wurde und wer eigentlich vom Kaffeehandel profitiert. Hier setzt ihr mit eurer Kaufentscheidung Anreize, die Bauern besser zu bezahlen und besseren Kaffee in Zukunft auch zu erhalten. Bei Mahörndl hier fehlen mir zwei Sachen, nämlich der Cupping Score und wie der Kaffee gehandelt wurde. Ich bin mir sicher, sie haben es auf der Seite stehen. Ich verstehe nur nicht ganz, warum nicht auch auf der Verpackung. Vielleicht hat es ja optische Gründe. Den Cupping Score finde ich so wichtig, weil er einer der Indikatoren ist, wie gut die Rohkaffeequalität ist. Sogenannte Q-Grader fliegen in die Herkunftsländer des Kaffees oder kriegen Samples geschickt und testen schon den grünen, ungerösteten Kaffee auf Defekte. Und die grüne Bohne ist nicht das einzige, was hier getestet wird. Diese Q-Grader bewerten dann den Kaffee auf einer Skala von 0 bis 100. Ab 80 darf man von Spezialitätenkaffee sprechen. Und das bedeutet, dass auch die Qualität des grünen Kaffees richtig gut war. Ich würde euch mal empfehlen, wirklich Spezialitätenkaffee auszuprobieren, also Kaffee mit einem Wert über 80 Punkten, denn ich finde, schon da merkt man einen ordentlichen Unterschied zum Commodity Coffee wie Lavazza oder Chibo, denn diese haben tendenziell mehr Defekte und dadurch müssen sie länger rösten, um diese zu verstecken. Viele Specialty Third Wave Röstereien haben nur Kaffees über 80 Punkte und einige setzen sich sogar andere Ziele, zum Beispiel über 84 Punkten oder über 87 Punkten zu haben. Das ist einfach ein Hinweis, dass ihr richtig guten Kaffee kauft, schon von der grünen Bohne und vom Bauer aus. Achtet doch mal beim nächsten Kauf auf den Cupping Score. Die zweite Info, die mir hier fehlt, ist die Art des Handels. Handelt es sich dabei um normalen Kaffeehandel? Um Fairtrade oder um Direct Trade. Kaffee wird ganz normal auf der Börse gehandelt, wie eine Aktie. Wenn die Nachfrage steigt, ist der Preis höher. Wenn die Nachfrage sinkt, ist der Preis niedriger. Am Ende
leidet der Bauer, denn wenn der Kaffee günstig verkauft wird, kriegt er super wenig raus. Manchmal ist die Nachfrage hoch, so wie jetzt gerade wegen schlechter Ernten letztes Jahr, und dadurch kriegt der Bauer mehr Geld. Aber tendenziell sind so viele Instanzen auch dazwischen, dass der Bauer recht wenig davon bekommt. Fairtrade garantiert dem Bauern 2,60 Euro pro Kilo. Ihr könntet euch jetzt denken, das ist mega gut, aber leider seid in der Regel hier ihr die, die nicht davon profitieren von Fairtrade, denn der Bauer kriegt 2,60 Euro, egal wie gut seine Qualität ist. Selbst bei einer schlechten Ernte, solange er 1 Kilo Kaffee abliefert, bekommt er 2,60 Euro. Ein zweites Problem mit Fairtrade ist, dass oft nur reichere Bauern sich das Fairtrade sowie auch Bio-Siegel leisten können. Wir also die kleinen Bauern, die trotzdem gute Kaffees herstellen, hinten weglassen. Ich finde also, Fairtrade ist nicht das End-All-Be-All. Es entwickelt sich immer mehr das Modell Direct Trade. Bei Direct Trade möchte man möglichst direkt mit den Bauern handeln. Einige Röstereien schaffen es, direkte Verbindungen zum Bauern aufzubauen. Andere setzen sich zum Ziel, höchstens eine oder zwei Zwischenstufen zu haben. Das ist oft ein Importeur, der gleichzeitig als Übersetzer dient. Bei Direct Trade kriegt der Bauer oft ein Vielfaches des Durchschnittsweltmarktpreises. Dadurch kann er seinen Lebensunterhalt sichern, selbst wenn die Ernte im nächsten Jahr schlecht war. Oft gibt es bei Direct Trade sogar Boni, wenn der Kaffee einen besseren Cupping Score erreicht, als eigentlich vertraglich vereinbart war. Das heißt also, wenn ihr könnt, schaut doch, dass euer Kaffee Direct Trade gehandelt ist. Denn dadurch kriegt ihr oft viel besseren Kaffee und habt einen glücklichen Bauern dahinter, dem es möglichst gut geht. Somit kauft ihr richtig guten Kaffee und helft dabei, noch den Bauern seine Familie zu ernähren. Deshalb am besten Direct Trade. Nachdem wir jetzt also über die Röster und den Rohkaffee gesprochen haben, wisst ihr, wie ihr generell zu hochqualitativen Kaffee greifen könnt, statt einfach nur Commodity-Kaffee, der schon von der Qualität auf schlecht ist, zu kaufen. Wenn ihr in diesem Bereich seid, wird alles super gut schmecken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt gilt es, die Nuancen für unseren eigenen Geschmack herauszufinden. Und ich möchte euch jetzt die Tipps geben, wie ihr den Kaffee, der geschmacklich am besten für euch geeignet ist, findet. Kommen wir doch mal zum Herkunftsland des Kaffees. Über das Herkunftsland von Kaffees zu reden, ist super schwierig. Dieser Kaffee hier kommt aus Äthiopien. Wenn ein Kaffeekenner Äthiopien liest, greift er zu 99% der Zeit dazu. Denn die meisten wissen, wie ein Äthiopier schmeckt. Ich erwarte Blumigkeit und Fruchtigkeit und einen teeartigen Charakter. Aber zu vermitteln, wie jedes Land schmeckt, ist sehr, sehr schwer. Denn es kommt auch auf euren eigenen Geschmack an. Mein Tipp ist, so viele Länder wie möglich auszuprobieren und euch aufzuschreiben, wie er euch geschmeckt hat. So kommt ihr nach und nach eurem Lieblingskaffee näher. Es gibt sehr, sehr starke Tendenzen in den verschiedenen Ländern. Ein Kolumbianer ist zum Beispiel leicht spritzig. Ein Kenianer sehr, sehr spritzig, aber auch gleichzeitig sehr süß. Ein Ecuadorianer ist voller Körper. Ein Brasilianer sehr, sehr schokoladig, kann aber auch ein bisschen langweilig werden. Ein Äthiopier, wie gesagt, hat tollen Schwarztee-Charakter. Und das sind so Dinge, die findet man mit mehr Probieren heraus. Wir können jetzt nicht jedes Land durchgehen und ich sage euch, der schmeckt so und so, sondern probiert es doch mal für euch aus und ihr werdet sehen, einzelne Länder haben ganz, ganz bestimmte Geschmacksnoten, die in diesen dominieren. Nachdem das Herkunftsland uns sehr, sehr viele Infos gibt, die wir aber selber herausfinden müssen, gibt es einen zweiten Datenpunkt, der uns viel mehr über die generellen Eigenschaften des Kaffees sagt. Und das ist die hier angegebene Höhe, auf der der Kaffee gewachsen ist. Eine generelle Tendenz ist, dass Kaffee, der niedriger gewachsen ist, nach weniger schmeckt, während Kaffee in höheren Lagen viel fruchtiger, komplexer und säurehaltiger ist. Mögt ihr also nicht so viel Fruchtigkeit und Säure, geht ihr in niedrigere Bereiche, so um die 1000 Meter. Mögt ihr Blumigkeit und Fruchtigkeit, geht ihr tendenziell höher. Das liegt daran, dass in höheren Lagen eine Sauerstoffknappheit herrscht. Die Kaffeepflanze braucht generell ca. 3 Jahre, bis man ernten kann. In höheren Lagen wächst sie aber noch langsamer, kann dadurch viel mehr Geschmäcker aus dem Boden, dem Terroir und den umliegenden Pflanzen ziehen und entwickelt dadurch diesen starken, fruchtigen, floralen und spritzigen Noten.
Der Kaffee, der tiefer wächst, so bei 1000 und 1300 Metern, wächst recht schnell und kann deswegen nicht so viele krasse Geschmäcker entwickeln. Hier müsst ihr einfach selber entscheiden, was euch mehr schmeckt, aber die Höhe ist ein super Indikator dafür. Wenn ihr von Grund auf sagt, ich mag keine fruchtigen Noten, geht ihr tendenziell eher Richtung 1000. Und jetzt, wo wir bei der Höhe waren, kommen wir auch schon zu den Kaffeesorten Arabica und Robusta. Ich habe jetzt gerade von einem Bereich von 1000 bis 2000 Metern gesprochen. Das liegt daran, dass ich ein Arabica-Nerd bin. Denn Arabica wächst hauptsächlich von 1000 bis 2000 Metern und entwickelt dadurch viel krassere Geschmäcker als Robusta. Robusta wächst unter 1000 Metern. Jetzt können wir die Lektion aus dem vorigen Kapitel nehmen und verstehen, dass Robusta also noch weniger intensive Geschmäcker entwickelt als alle anderen Arabicas, die über 1000 Metern wachsen. Es gibt aber auch auf dem Markt Feinrobuster mit einem Cupping Score von über 80, die dann doch ein paar Geschmäcker entwickeln. Aber ich glaube, dass Robusta nie so eine Geschmacksvielfalt entwickeln kann wie Arabica. Denn allein schon genetisch gesehen hat Robusta 22 Chromosomen und Arabica 44, wodurch eine Aromenvielfalt gewährleisteter ist. Einen zweiten Geschmacksfaktor, den die Sorte Arabica oder Robusta beeinflusst, ist der Koffeingehalt. Koffein schmeckt tendenziell bitter. Arabica wächst über 1000 Metern, dort herrscht Luftknappheit, es gibt weniger Insekten und Arabica muss sich weniger behaupten. Deshalb bildet Arabica auch weniger ihres Pflanzenschutzmittels aus, was Koffein ist. In Arabica-Pflanzen findet ihr also tendenziell weniger Koffein. Koffein schmeckt für den Menschen bitter. Das heißt, wenn ihr nicht so bittere Kaffees mögt, greift ihr tendenziell zu Arabica-Kaffees. Gleichzeitig, wenn ihr morgens schnell wach werden wollt, trinkt euren Kaffee lieber mit Milch und Zucker, dann ist vielleicht Robusta genau das Richtige. Denn die Milch unterdrückt ein bisschen die Bitterkeit, man hat den erhöhten Koffeingehalt und er schmeckt besonders kräftig. So könnt ihr also unterscheiden, ob ihr Robusta nehmt oder Arabica. Ein bisschen aufmerksam müsst ihr bei Robusta sein, denn manchmal steht auf der Verpackung Canephora. Das ist der wissenschaftliche Name von Robusta. Der dritte und letzte Faktor, der sich sehr, sehr stark auf den Geschmack auswirkt und vielleicht sogar der Hauptfaktor ist, ist die Verarbeitung der grünen Bohne beim Bauern. Nach der Ernte kann der Bauer seine Kirsche anders trocknen oder anders verarbeiten. Dadurch entstehen später in eurem Kaffee ganz andere Geschmäcker. Vielleicht habt ihr auf den Kaffeeverpackungen schon mal so Sachen gelesen wie Washed, Natural, Anaerob, Honey und einer der bekanntesten Prozessierungsarten ist entkoffeiniert. Diese fünf Verarbeitungsarten dominieren den Markt. Es kommen immer wieder neue hinzu, weil die Bauern sich neu erfinden. Aber diese fünf werden wir heute besprechen und diese haben einen maßgeblichen Beitrag auf den Geschmack eures Kaffees. Fangen wir doch mit Natural an. Natural ist der ursprüngliche Prozess, Kaffee zu verarbeiten. Die Kaffeekirsche muss nach der Ernte getrocknet werden. Im Natural-Prozess wird die Kirsche geerntet, dann auf Raised Beds oder African Beds ausgebreitet. Hier trocknet die Kaffeekirsche in der Sonne. Es handelt sich aber um einen sehr arbeitsintensiven Prozess. Denn die Kaffeekirsche muss alle paar Stunden gewendet werden. Tut man das nicht, fault die Kirsche und dadurch kriegt man Schimmel in den Kaffee. Was aber in diesem Trocknungsprozess passiert, ist super interessant. Das Fruchtfleisch trocknet auf dem Samen. Dadurch zieht der Fruchtsaft und die ganze Fruchtsüße in den Samen ein. Ihr erhaltet einen unheimlich süßen Kaffee mit einer unheimlichen Komplexität, weil all die Fruchtaromen in den Samen eingezogen sind. Im Kontrast dazu steht der Washed-Prozess. Nach der Ernte wird der Samen aus der Kirsche herausgedrückt. Die ihn umgebende Schleimschicht wird dann mit Wasser abgewaschen. Deshalb heißt der Prozess Washed. So wasserverschwenderisch dieser Prozess ist, so beliebt ist er aber auch. Denn man sagt, dass ein Wash-Kaffee dem eigentlichen Kaffeegeschmack am nächsten kommt. Man erhält bei einem Wash-Kaffee eine klare Geschmacksnote. Man nennt das einen Clean Cup. Wenn ihr es also mögt, einen klaren Geschmack zu schmecken, dann seid ihr bei einem Washed Kaffee in der Regel genau richtig. Kommen wir zum Honey-Prozess. Honey beschreibt eine Zwischenart vom Natural- und Washed-Prozess. Während beim Natural der Samen mit dem Fruchtfleisch getrocknet wird und beim Washed alles abgewaschen wird, wird beim Honey die Schleimschicht, die den Samen umgibt, nicht abgewaschen. Dadurch erhält man eine Kombination der ersten beiden Prozesse. Man erhält
eine ziemlich cleane Cup mit dennoch einer Komplexität und Süße, die ein Natural mit sich bringt. Manchmal ist Honey auch als Semi-Washed oder Pulp Natural zu finden. Da herrscht wohl noch ein bisschen Uneinigkeit in der Szene über die Namensgebung. Wenn ihr aber diese Kombination interessant findet, testet doch mal ein Honey. So, und die neueste Art der Prozessierung ist der anaerobe Prozess. Dieser Kaffee von 19 Grams wurde anaerob fermentiert. Was heißt das? Nach der Ernte bleibt der Samen in der Kirsche. Die Kirsche wird in ein Fass gepackt und dort wird mit Stickstoff der Sauerstoff herausgepustet. Jetzt können sich keine negativen Mikroorganismen mehr bilden. Und der Kaffee fängt an zu fermentieren. So kann man den Kaffee 24, 48, manchmal sogar 72 Stunden fermentieren lassen. Was dann entsteht, sind richtig, richtig krasse Fruchtgeschmäcker. Dieser chinesische Kaffee von 19 Grams hat einen äußerst starken Kirschgeschmack. Bei anaeroben Kaffees habe ich aber auch schon Blaubeerkuchen geschmeckt. Anaerobe Kaffees sind eine neue Entwicklung in der Kaffeewelt und sind super interessant. Wenn ihr noch nie einen probiert habt, gebt dem mal eine Chance. Das sind die krassesten Fruchtnoten, die ihr je in einem Kaffee bisher geschmeckt haben werdet. Und die allerletzte Methode, die ihr wahrscheinlich alle kennt, ist entkoffeinierter Kaffee. Entkoffeiniert wird in der Regel durch das Sugarcane-Verfahren, wo der Kaffee in Rohrohrzuckersirup eingelegt wird. Dem Kaffee wird das Koffein entzogen und allein durch den Koffeinentzug habt ihr am Ende eine weniger bittere Tasse. Das ist entkoffeinierter Kaffee. So, nachdem ihr jetzt einen möglichst qualitativen Kaffee aussuchen könnt, dann den Geschmack für euch einordnen könnt, müssen wir jetzt noch über eine Sache reden, nämlich die Empfehlung der Röster. Oft empfehlen die Röster ihren Kaffee für Filter oder für Espresso. Der Unterschied ist meistens aber nur die Röstdauer. Wenn bei einer Espresso-Röstung rösten wir in der Regel länger. Dadurch geben wir mehr des Fruchtgeschmacks weg, dadurch entsteht aber in der Bohne mehr CO2. Dieses wird dann im Siebträger herausgepresst und wir haben eine fettere Crema auf dem Espresso, was ja traditionell so gewünscht ist. Aber eigentlich könnt ihr jeden dieser Kaffees, auch wenn da ein Filter draufsteht, im Siebträger ziehen. Ich habe diesen Ecuadorianer von Mahörndl gerade im Siebträger. Er hat kaum Crema, aber schmeckt super geil. Ich möchte euch das einfach mitgeben, damit ihr euch nicht von diesen Empfehlungen einschränken lasst. Tendenziell sind leichte Roast schwerer im Siebträger einzustellen. Aber man kriegt richtig geile Espressos auch mit diesen hin. Gleichzeitig andersrum. Espresso-Röstungen sind vielleicht etwas langweiliger im Filter, aber man kann sie sehr gut trinken, vor allem wenn man tendenziell eher klassische Kaffees bevorzugt. Lasst euch also auf eurer Kaffeereise von diesen Empfehlungen nicht einschränken. Probiert es aus. Es wird bestimmt irgendwie schmecken. So, das war's jetzt auch. Es war ein mega langes Video, aber es war mir wichtig, dass ihr die Tools habt und gewappnet seid, euren Lieblingskaffee zu finden und zu wissen, was ihr wählen sollt, wenn ihr vor einem Kaffeeregal steht. Ich hoffe, dass ihr an dieser Stelle die meisten Fragen beantwortet habt. Falls ihr noch welche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte auf jedes einzelne. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Guide hilft, euren Lieblingskaffee auszusuchen und ihr in Zukunft glücklichere Kaffeetrinker bleibt. Wenn ihr mehr Kaffee-Content wollt, abonniert doch diesen Channel. Ich freue mich auf euch und bis bald. Ciao!